So, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64, Part Nummer 19, ne? Yo, Slugs ist auch wieder am Start, diesmal Part von Grafi. Alles klar, jo, Part Nummer 19, Regenbogenraserei, ja, das wird mal wieder ein Spaß. Der schlimmste Kurs. So, jetzt will ich schon mal kurz den Timer starten. So, ich bin mal gespannt, wir haben das schon ewig in drei Tagen nicht mehr gespielt. Man muss erstmal wieder reinkommen, ja. So in etwa, ja. Ich glaube, den Teppich darfst du da nicht zu lange unbeaufsichtigt lassen, sonst fliegt der hier weg. Yo! Haha, das war predicted, man. Da, easy. Mach dir nicht ins Höschen. Ey, mein ganzes Glück ist im letzten Part aufgegangen. Das stimmt. Nein! Ist was? Alter, es ist doch so beschissen. Ja, wollte ich noch sagen. Ja, mal gespannt, was dein Glück so macht. Das hat gerade kurz geblinzelt, dein Glück, hatte ich so das Gefühl. So in etwa, ja. Der Atmer von meinem Controller fängt auch an zu spinnen. Ich höre es klackern, ja? Nur das Klackern selbst ja nicht so. Das Problem liegt einfach an meinem Kondensatormikrofon, das jeden Shit aufnimmt. Aber, naja, es ist halt so ein, keine Ahnung, so ein 7-Euro-Controller gewesen. Aber Hauptsache Nintendo! Wow! Ich hab gedacht, der wäre schon dreimal weg. Oh! Och Mann! Eben hat's so schön geklappt, ey. Es ist doch unglaublich. Nee, ey, da kriegst du doch... Ach. So, wir starten mit 29 Leben, Ladies and Gentlemen. Wir starteten, ja. Starteten, richtig. Das ist aber auch echt ein Assi-Level, ey. Der Level ist so mies, ey. Den habe ich in, Smash Bros. Melee schon gehasst. Die Welt. Verhasst. Bis Himmelwetter. Ich glaube, der fuckt dich genau ab. Hey, ganz vorne klappt's. Das habe ich mir gemerkt. Algorithmus erkannt. Mario, nach vorne. Danke. Nee, ich mach's jetzt safe. Ja. Ich bin voll dafür. Oh, was ist denn das für ein hier, Crazy Horse, ey? Lakito. Lakritzstange. Ich habe auch... Alter, dein Bruder folgt mir. Also bitte, lass mich in Ruhe. Ich bin doch auf deiner Seite. Die habe ich in Super Mario World gehasst wie Sau, ey. Die 8 Münzen verpennt. Ich hoffe, die fehlen nachher nicht bei den 100. Oder je nachdem. Ich guck einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich habe keinen Plan von dem Level. Das ist gut, ja. Das ist super Voraussetzung. Ja. Das läuft. Die Musik ist geil. Was macht er? Das Scheiß, die fängt doch jetzt gleich wieder an zu. Ach, ist egal. Du hast ja gesagt, ich habe die 8 roten Münzen verpasst. Nein, was? Tust du? Ich war gerade getiltet. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mache. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich war. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich hin ich muss, was ich tun muss. Ich will einfach nur die Münzen sammeln. Das ist so unglaublich. Das wird ein heißer Part, habe ich das Gefühl. Ja. Jeder Stern wird hart erkämpft. Wie dieser Over 9000 Rage Part von mir, wo ich... Dass da nichts zu Bruch gegangen ist, das hat mich echt gewundert. Weil das war, wo ich da 1 Million Mal gestorben bin bei... Bowser? Nee, Fliegenpilz-Fiasko, oder? Stimmt, ja. Nein! Wieso? Och Mann, das ist dieser Controller. Es ist wirklich nervig. Was ist mit dem anderen Controller gespielt? Es ist wirklich dieser Controller, ey. Wart's mal ab. Wenn es nicht besser wird, dann... Ich bin mit den Füßen auf der Tastatur. Geht, glaube ich, besser als mit dem Controller. Das ist wahrscheinlich. Muss ich den Controller mal weg... Du kannst dich aber auch mal, bevor du auf den Teppich springst, dich umdrehen. Und den Level von hinten beginnen. Gibt's denn die anderen Sterne da hinten? Ah. Wenn du einen Satz rüber machst, so einen geschmeidigen... Ich will eigentlich nur die 100 Münzen, die muss ich sowieso machen. Ja, ich weiß
Also wenn ich jetzt nicht hier oben ausreiche. Oh. War klug. Klug mit K. Bitte verbrenn mich nicht! Das war jetzt nicht so knapp wie gedacht. Platz, ja, ja, ja. Gut, Was zum... Wieso? Ich war doch schon drü... Ich mach noch mal einen Tee. Wieso? Was soll das? Och, Mann. Er ist so ungeduldig. Er ist so ungeduldig. Es ist so eine Last mit dem Vieh, ey. So eine Last. Sagt er. Ah, ich schwör's, ey. Mit einem ausgewachsenen Igel gefistet zu werden, macht mehr Spaß. Warte mal, was hast du gesagt? Rückwärts, ne? Ja, kannst mal dann so einen Schnupfenhupfer. Warum? Z-Knopf! Ich hab dich gedrückt! Ihr habt's gesehen, ihr seht's bei mir. Ich hab ja einen Controller-Layout drin. Ihr seht, was ich drücke. Warum? Ich seh doch Mario. Ja, du! Ich kann ja auch OBS übertragen, dann siehst du, was die Leute sehen. Sieht ja bei mir ein bisschen anders aus als bei dir. So, jetzt aber hier. Alle Knöpfe drücken, die es gibt. Ja! Jetzt! Auf einmal klappt's, Mario, weißt du? Du Knödel. Da ist so ein Scheiger. Nein, 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 nein! Ich will nur die Münzen! Nee, er hat nur zwei Münzen da gelassen. Geizhals. Der hat sich verabschiedet. So, runter oder hoch? Sieht nach oben aus. Ja, aber unten, wenn es da noch Münzen gibt. Nein. Sieht nicht so aus. Alles klar. Wir lernen dazu. Mario stirbt und wir lernen. Alles unter Kontrolle. Wir haben noch 22 Leben. Eigentlich bin ich ja gut in dem Spiel, aber ich sehe dem, ich habe gerade so einen Hass auf den Mario, dass ich den Penner gerne sterben sehe. Weißt du was? Schneiden wir raus. Ja. Ich glaube, wir müssen den ganzen Bart rausschneiden. So in etwa. Nur so Hallo und ins Intro und dann Tschüss. Hallo, Tschüss. Wir haben die Musik jetzt geschafft. Wir sind jetzt durch. Macht's gut. So ungefähr. Das Intro beweisen, dass wir alle Sterne haben und dann irgendwie nur noch. Oh, Shy Guy! Weiß keiner. Bitte? Lieber an die Sterne rangekommen sind, weiß keiner. Das interessiert auch nicht. Ey, wir haben da einfach von einem Speedrunner irgendwas abgeklatscht. Oh. Verkaufen Sie das? Unser. Oh, 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 oh. Okay. Bin mir echt sicher, dass da unten noch mehr gibt. Vielleicht kommt man da zurück. Das sieht nämlich so aus. Oder du orientierst dich da an dieser Landstange. Ja, oder so. Nein. Ja, knapp. Ah, Mario, bitte. Gut, so geht's auch. Warum der da auf einmal... Hauptsache nicht in den Tod. Ein Leben, ernsthaft? Wenigstens mal so ein Zehner oder so, wäre mir lieber gewesen als so ein billiges Scammelleben. Es ist. Ja, Mario. Zehner nimmst du mit, ne? Tut mir leid, Mario, aber dein Leben ist nicht mal Zehner wert. Oha. Das ist schon. Mario, was. Wow. Was sollte das? Was zum. Ey, du machst ja aber auch Stunts. Das ist unglaublich. So viel zum Thema, ich bin in Jump'n'Runs gut. Darfst du nicht zugucken, bleibt das Herz stehen, übel. Oh Gott, das ist. Oh. Nee. Okay, stehen bleiben kann ich. Wir sind ja erst am Anfang von Spaßhausen hier. Ja, das kriegen wir hin, easy. Kein Problem. Was? Achtung. Och nee. Oh, Scheiße. Was zum. Wieso? Wow. Warum? Mario, warum fällst du da um? Was soll denn das? Alter! Ey, ernsthaft, ich krieg dir in deine Latzhose, Mann! Den Stinker reingelegt. Und ein paar Gummibänder dran gemacht, dass ohne nichts rausläuft. Alter, das ist doch Sprengsprühwurst, Mann. Schon assi, der Level.
sein. Nur so für Goomba, hierher. Alter, ey. Goomba. Aber Scheiger ist mir egal. Goomba mit Flügel, ja. Da spiele ich lieber Mario Sunshine. Das müsste ich eigentlich auch mal Let's Playen. Sunshine ist geil, ja. Sunshine das ist Problem ist, mein Problem, warum ich das noch nicht Let's Played habe, ist, weil ich halt keine gute keine gute ROM gefunden habe. Ja. Und bei den ROMs immer so ein bisschen schwierig ist, wie bei Final Fantasy Crystal Chronicles, weil ich nie genau wusste, wann kackt der Emu mit der Dingsbums ab. Mit der ROM. Mhm. Aber das Problem habe ich ja jetzt. Okay, wir sind unten. Gut. Das Problem habe ich ja jetzt gegessen mit dem Grabber. Ja, das Problem allerdings ist, dass manche Spiele, die sehr bunt sind zum Beispiel, ein bisschen Probleme mit der Darstellung haben. Das sieht dann teilweise echt aus wie Arsch. Das hatte ich bei Sonic Heroes, hatte ich das mal getestet. Ja, ich habe eins dieser schlecht. Obwohl, so schlecht fand ich Sonic Heroes jetzt gar nicht. Alles besser als Sonic 2006. Oh, dieses Dingsbums. War das nicht Sonic 06? Das beschissenste Sonic von allen. Ich glaube, das war sogar eher das Neuere, wo die angefangen haben, Arme zu kriegen. Ich weiß nur nicht, ob es von 2.6 war. Arme. Ja, die haben dann auf einmal angefangen, Hälse zu bekommen, die ein bisschen älter aussehen zu lassen. Da denke ich mir so, okay, aber das Spiel war halt so scheiße. Die Game Grumps haben das gemacht. Ui! Jetzt kein Sprühwurst bauen, oh mein Gott! Alter, du hast ja echt keine Zeit. Kannst du mit so einer Kamera spielen? Ich sehe da gar nichts. Ja, komm! Och Mann! Wieso? Warum? Weswegen? Alter! Ist das mies, ey, da kriegst du einen Krampf, ey. Hast du nicht gesagt, ich soll das Level von hinten beginnen? Wegen diesen scheiß Münzen? Fang von vorne an. Ich glaube, die paar Münzen sind sie echt nicht wert. Ja, wenn es dann nachher die Münzen sind, die mir fehlen, dann. Nochmal ein Problem. Wenn, falls wir mal so weit kommen. Ein großes Falls. Ja. Ja, jede Münze ist wichtig. Jede Münze ist wichtig. Mario, warum drehst du dich nicht komplett? Also manchmal geht er nicht direkt so, dreht sich nicht direkt um, sondern läuft so ein Halbkreis. Und das ist das, was mich so ein bisschen abfuckt. Ja, das ist tödlich. Das ist mir auch schon passiert, ja. Das ist gefährlich. Es gibt da so einen Knopf, der heißt A. Springen. Ja, dieser Knopf klemmt halt ein bisschen gerade. Was? Achso, stimmt, da war ja noch diese roten Münzen, ne? Scheiß mal auf den Wolkenterroristen da. So. Warte mal, ich hab hier doch noch. Hier. Ich trau mich nicht mehr zu atmen. Ach Quatsch, so das kriegen wir hin. Easy. Zwei Minuten später. Wieso? Warum? Wieso? Schmeißen weg! Genau, ey, ja, Mann. So, jetzt aus Prinzip und jetzt kriegen wir nur noch 99 Münzen und ich beiß mir in den Arsch wegen. Alter Mario, triffst du das Ding auch mal, du Lappen? Oh, Wandsprünge, ich sehe dich schon im Tod. Vollstes Vertrauen. Hä? Moka, waren die wirklich hier oben? Ajo. Och nee, ernsthaft? Ein Wandjumping machen. Ja, genau so. Alles klar. Bloß halt ein paar Sekunden früher. Egal, hol ich was anderes. Halt die Klappe, ich mach die Kanone bereit. Ja, hier mit der Kanone rumschießen ist, glaube ich, sinnvoll. Ja, genau. Ohne Fliegermütze. Ja. Bitte viel Spaß beim Sterben, Arschloch. Mach's gut, Penner. Tschüssi. So, hier komme ich wieder runter. Alles klar. Oha. Ich hole aber eigentlich einen anderen Stern. Ich versuch's zumindest. Ja. Okay, das war eigentlich in den Tod gehüpft. Ich wollte mal was Geiles probieren. Es hat nicht geklappt. Ich wollte eigentlich so um die Ecke springen, dann in der Luft irgendwie mit einem Tritt zurückgehen und dann irgendwie auf die andere Seite raus. Ja. Aber Mario hat gedacht, nein, ich will sterben, denn ich bin ein kleiner Klempner. Und krieg immer noch keine Gehaltserhöhung. Drecksau.
für ein Gehalt? Gar nichts. Rohrverstopfen. Im wahrsten Sinne. Auf jeden Fall. Der rettet gar nicht die Peach, der ist einfach nur beim Bowser zum Klo sauber machen da. Marios Arbeitsweg. Tritt ihn einfach weg. Oh, Shy Guy, bitte. Er ist so inkompetent, dieser Shy Guy. Was macht er? Er trifft dich nicht mal. Okay. Die ersten 7 Münzen sicher im Sack. Noch. Hey, da war gar nicht so schlecht. Scheiß auf die eine Münze. Ganz ehrlich. Okay, Mario fängt an zu rutschen, wenn er sich hier bückt. Warum bist du jetzt nach links gegangen? Was soll denn das? Warum nicht geradeaus? Alter. Lag im Controller? Man weiß es echt nicht. Das ist wirklich der Fall. Es ist unglaublich. Eigentlich gar nicht an. Oh, schön. Seid ihr noch da, Leute? Ja, oder schon geraged gewittet? Hey. Wir müssen erst mal reinschalten. Es gibt bestimmt so ein paar Sadomaso-Heinis, die sich hier voll anbringen. Hey, hier oben waren wir noch nie. Wir sind weiter. Er geht voll aufs Risiko, er scheißt auf links und rechts. Wieso dieser Flamme? Oh Mann, wie soll man das vor allem schaffen, wenn du da mit dem Arsch runterrutschst? Ich hab mich schon gewundert. Ja, ich dachte auch, es läuft ganz gut. Hältst du jetzt mal die Schnauze, ey, kratzt dir den Sack und ab in die Schlacht, aber... Hätte ich doch lieber das andere Uhrenlevel machen sollen. Ich glaube, das würde mir besser liegen. Da gibt's zum auch Abgrund, aber nicht... warte mal, Moment. Tschüss, Wolke. Oder mach's gut. Oh, hast dir wehgetan, Mario. Das tut mir aber nicht leid. Ey, Scheige, du bist doch echt... so ein Lappen, Alter. Du bist ja schon fast genauso populär wie die Eule aus Zelda. Echt so ein Lappen. Jawohl. Ich will nicht sterben. Hey, ich hab zu viel Gehirn. Ich muss es dezimieren. Indem ich im Kopf gegen die Wand flieg. So kann man seine Gehirnzellen auch... Oh, Mario, was soll denn das denn, ey? Wenn irgendwelche Speedrunner zugucken, die heulen. Die heulen, ja, mindestens. Wieso haben sie sich das Leben genommen? Ihren Beruf. Wieso haben sie sich das Leben, versucht das Leben zu... Der Graf, beim Super Mario spielen, das geht gar nicht, Mann. Wie kann sowas leben? Ich hab's nicht mehr ertragen. Oh, Mann, ja. Ey. Jetzt ist doch echt mal langsam die Luzi am... Kacken, ey. Ja, ja, was? Was war das denn? Ist mir egal, was das war. Hauptsache, es hat geklappt. Hast du gesehen? Ja, natürlich hast du gesehen. Ich hab abgeschaltet. Wobei, warte mal, ich bin mir nicht ganz sicher. Warum machst du so einen Sprung? Ich hab den. Was ist das? Ich wollte so einen Linksbumsprung machen. So einer. Und hab das Steuerkreuz losgelassen. Mario denkt sich aber, nö, mach ich doch lieber einen Hechtsprung. Alter, ey. Ein Karpfensprung. Genau. Schön mit dem Kopf in Fleischwolf. Zuerst. Juhu! Mit den Augenlinern an der Stirn getackert. Ich will jetzt die 2 Münzen haben. Ich brauch die für mein Leben. Warum rutschst du? Gut, gut. Bravo, Mario. Bravo, Mario. Hey! Was ist das für eine Kamera? So, probieren wir es mal so mit der Kamera. Was? Was? Was war das? Mario, bitte, wie hast du das denn? Ich meine, ich habe mich ja vorhin schon an der Uhr in manche Ecke reingeglitscht, aber das...
Wow. Welchen Skin dazu, ne? Das ist so zu. Ja, Speedverkacker gibt's auch. Herzlich willkommen zu so einem Speedkack Mario. Ja, ein flotten Auto und ein flotten Mario, ey. Auf jeden Fall, mit der Sprengsprühwurst und der Flitzekacke ist Mario doch gleich ganz gerne mal. Peach, lass mich an deinem Kleiderschrank. Ich muss mal was abseilen. Suicide Goomba? Alles klar. Ja, der ist weg. Der macht nimmer mit. What? Da hat irgendwie der Sprungknopf zu. Der Sprungknopf, dein Mortal Enemy. Was tust du? Was? Mach doch langsam. Ich war langsam. Der ist automatisch gerutscht. Dann bin ich gesprungen, wollte einen Arschsprung machen, dass der Mario nicht so weit rutscht. Und dann was sagt hey, Goomba? Dich hole ich noch. Alter, ey. Ich schwul schon mal eine Stunde vor. Schwul schon mal eine Stunde. Alter, wir sind schon bei 20 Minuten. Mann. Nee, oder? Zum Glück habe ich keine Facecam heute an, ey. Bitte? Ich habe für die Uhr 31 Minuten gebraucht. Ja, du! Du hast ja auch die Uhr gehabt. Da hängen wir beim Grafmann noch eine Null hinten dran, dann kommt's hin. Auf jeden Fall. Goomba, was ist das? Goomba. Das ist ein getarnter Goomba mit Propeller am Hinterkopf. What? Was macht er? Er ist so doof. Hallo Mario, ich will dich töten, aber irgendwie treffe ich dich nicht. Alter, das kommt davon, wenn du mit einer Flugkappe, wenn du eine Flugkappe anhast und säufst. Und du Mario treffen sollst. Okay. Jetzt packt er einen Skill aus, pass auf. Ich seh nix! Oh Gott! Hey! Nein! Oh, zum Glück! Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Alles klar, Gumbine, was machst du da oben? Was ist mit dem Gumba los? Gumpa bumpa gumpa ba bumpa gumpa didididu. Ich laufe in dem Kreis, da kriegt der Fisch mich nicht. Denn ich bin ein Goomba und habe ein Schwanzgesicht. Gut, lassen wir es mal. Ja. Wenigstens haben sie da unten noch so eine kleine. Genau. Easy. Mario, warum rutschst du denn weiter? Verdammt nochmal, ey. Pack dir wenigstens mal ein bisschen Schmirgelpapier unter dieses Fußsohlen, du Bastard. Alter, ey, du. Ey, Mario, du bist so blöd, ey. Jetzt aber reicht's mir. Soll ich den holen oder nicht? Ja. Echt? Ich will eigentlich. Na ja, komm. Dann muss ich die Münzen nochmal holen. Wir sterben doch so oder so. Ein Stern, immerhin. Yay! Erfolg! Wunderschön! Überwinde die Macht der Dreiecke. Ja, ist klar, also, natürlich. Was wir hier alles überwunden haben, ja? Da reichen keine Dreiecke. Hätte ich schon gerne das Dreieck mit der Auge. Mit dem Auge. Physikalische Gesetze gebrochen, um an den Stern ranzukommen. Weißt du was? Ich probiere es trotzdem nochmal mit den Münzen. Wir wissen ja jetzt, dass es da nach unten geht. Wenigstens die Dreiecke nicht mehr brauchen, weil da nur ein. Genau. Da holen wir einfach nur noch die Münzen und dann ist gut. Ich springe mit dem Mario sehr gerne hier in der Wolkenwelt in den Tod, weil es so schön. Man spürt einen Windhauch im unteren Bereich. Ums Latzhöschen rum. Ja. So oft wie der Mario die Stange runterrutscht, ist sein Höschen. Da, der Held vom Erdbeerfeld. Sehr lochhaft. Komm überhaupt wieder zurück, ja, ne? Sollte eigentlich gehen. So,
Chai Mai Gai. Hey Mario, in der Kürze liegt die Würze, hä? Blöd gelaufen. So, ich summe, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier gerade mach. Hey, hey, der Goomba ist auch Hallo, Goomba, jetzt gibt's meinem Arsch ins Gesicht. Können wir bitte dein Eichengesicht für dich behalten? Nope. Okay. Glück im Unglück. Da ja. Ich hab keine Ahnung. Wenn man nicht so wenigstens mit dieser Kamera so herumspielen müsste, ey. Problem ist. Ich glaube, die Dinger kommen nach einer Weile wieder. Die können mich mal. Oh. Ich glaube, hier geht's raus. Ist mir egal, ob es da rausgeht. Hauptsache. Oh, gibt's keinen doppelten Boden. Da ist ja noch ein Stern. Ja, aber ich will eigentlich. Komm mal nicht zurück. Geht gar nicht zurück? Es geht schon zurück, klar, es wäre kein Thema. Ich bin aber überlegen, ob ich den Stern, wenn ich jetzt schon hier oben bin, holen soll. Ja. Wenn du es schaffst. Oh, da ist ja noch. Oh, ey, fiese Falle hier. Das geht ja noch. Es läuft. Wir haben ja noch einen Stern. Ich fühle mich gerade so ein bisschen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen diskreditiert. Aufs Wesentliche hinaus. Für mehr bin ich nicht gut. Zum Verrecken und Sterne holen. Find nur noch, dass der Slugsy mich in der Waschküche anbindet. In der Waschküche? Ja, putzt die Sau. Achso, über die Stange kommen wir dann wieder zurück. Oh, wie er abhaut, hast du gesehen? Ja, ne, er ist mit dem Kopf gegen die Wand, weißt du, so nach dem Motto, ich will sterben, weil ich blöd bin. Und dann haut er ab. Oh nein. Noch eine Münze, meine Güte. Reset. Ja, ist klar. Den werde ich hier. Abbruch. Warte mal, die zwei Münzen, ich glaube, wenn ich jetzt überall sage, oh, nur eine Münze. Egal, Hauptsache ich bin nicht gestorben. Das ist schon mal viel wert. Um genau zu sein, ein Leben. Ja, Mario. Ja, danke schön. Eben noch gesagt, Leben. Dass Marios Leben nichts wert ist und dann immerhin ist es was wert. Ein Leben. Ja. Ein Leben von Mario. Das ist nicht viel. Ist egal, ich habe die zwei Münzen. Und ich bin noch am Leben, das ist schon mal viel. Also nicht, dass Marios Leben was wert ist, aber da muss ich die 11 Münzen nicht nochmal sammeln. Oh, der arme Kerl. Wenn wir hier lebend rauskommen, ne? Wenn. Wenn. Okay. Oh, der kam schräg. Der kam. Och, Mann, Mario, bitte. Was soll das? 15 Münzen. Ja, jetzt wird Marios Leben wirklich was wert. Kerl, der tut mir so leid manchmal. Aber eigentlich, wenn ich mal bedenke, was für eine Scheiße der macht. Ja.
Ja, ich krieg das hin. Schnalzt der A-Knopf. Ja. Goomba, ey. Auch hier. Arsch ins Gesicht. Okay, keine Ahnung, was da jetzt explodiert ist. Ja. Sind wir hier nicht sogar richtig? Nee, ich will aber oben noch die Dingsbums, die anderen Münzen holen. Oh Gott. Oh, das ist doch sau nervig. Warum ist der Mario denn jetzt nicht oben hochgesprungen? Man muss sich einfach mit diesem wunderschönen Sound einladen. Dann ist es alles halb so schlimm. Das ist unglaublich. Oh, da will man einmal einen Skillshot machen und dann. Einmal! Zum Glück wachsen die Teile nach, ey. Echt. Ja, das wäre sonst echt asozial. So, habe ich. Hier habe ich alle Münzen. Ja, hier hoch, ja, ne? Genau, hier hoch und dann noch ein paar Münzen geholt. Und dann irgendwie zurück. Ja, zurück ist kein Problem, da mache ich mir keine Gedanken. Ist es kein okay. Und geht ja nur da drüben an der Stange, ne? Alter! So, Mario, dann rutsch mal hoch hier. Du sollst keine. Okay, da gibt's noch Münzen. Scheiß drauf. Nee. Ist zu. Doch nicht zu weit? Okay. Nee, das kann ich schon abschätzen. Es liegt nicht daran, dass ich es nicht abschätzen kann, weil ich bei Mario hier verkacke. Es liegt einfach daran, dass ich mit der Steuerung irgendwie nicht so konfus bin. Konfuzius? Oh, dieser Teppich. Nee, das passt. Ich kann nicht hinkommen, Leute. Ich kann nicht hinkommen. Wenn ich hier jetzt wieder abstürze, dann ist aber echt. Das ist Polska offen. Hier haben wir einen Kringel und auf der anderen Seite haben wir einen Münzkringel. Ich krieg einen Drehbohren. Hoffe, ich muss den Lakitu nicht noch besiegen, ey. Dich. Euch mache ich einzeln. Och, Mann. Er chillt da gemütlich. Das sind brave Münzen. Die fliegen nicht wild in der Gegend rum. So, jetzt. Wieso? Oh Mann! Du verfickter Muschimödel-Knödel! Alter, das ist doch scheiße, ey. Da kriegst du doch Plack, ey. Es ist so eine Last mit diesem scheiß Klempner. Och Mann, Mario, bitte. Ich will mal was probieren. Alle hier am Verzweifeln. Es müssen noch drin sein. 100 Münzen. Ja, wer weiß, wie viele blaue Münzen ich verkackt habe. Ja, es könnte zwar haarig werden, aber Level geht ja noch ein Stück. Es ist halt nur die Frage, ob das gut ist oder schlecht. Oh Gott. Ja, gut. Nee, ich glaube da. Warte mal, eine Sekunde. Nein! Och, Mario, ernsthaft, du bist doch. Die Steuerung von Mario hier ist echt für'n Arsch. Kannst du sagen, was du willst. So richtig geil ist die nicht.
Vor allem Kamera, immer dein größter Feind. Ja! Da oben. Nicht so. Ist mir egal, Hauptsache, ich bin nicht gestorben. Es war so klar, dass es das nicht klappt, ey. Das reicht nicht. Kacke. Och, Mann. Das Problem bei Mario, was ich mit Mario habe, ist, dass er diesen, dass er dieses Drehen manchmal... Mach mal von da drüben hoch. What? Was ist das denn? Der haut hier die Moves raus. Doch, Mann. Doch, warum hast du denn die Münze nicht gekriegt? Och, Mann. Ich hab gedacht, du hüpfst da durch den Spalt ins Leere. Das wird nix. Warte mal, ich will mal was probieren. Och, Mario, warum hast du jetzt kein... Nee, da macht er keinen Wandsprung. Schade. Ich dachte, ich könnte an diesem kleinen... Oh! Es ist doch was zum Geier! Ein bisschen mehr mittig, ne? Ist zu weit... Ja, ein bisschen mehr mittig. Ja, ja, ja. Kamera nochmal drehen. Ist noch... Oh, ist egal, ich hab's... Okay, gut. Gut, 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 gut. Münze an Bord. Mario, hallo, nach links, danke. Es ist wirklich der Controller. Manchmal will der Mario nicht. Meine Emo nicht in Ordnung? Das kann aber nicht sein. Das ist ja bei dir auch... Du hast ja die... Okay, shit, 27 Münzen fehlen noch. Und die sind... Was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Schrecken ein. Aber ich will die Münzen zuerst haben. Warum machst du so schnell, so hektisch? Ich bin nicht hektisch. Ich bin ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Oh, häppchenweise die einzelnen Münzen. Ich glaube, ich stehe im Wald. Ein Mario steht im Walde ganz still und stumm. Da klaue ich ihm alle Münzen und er fällt um. Alter, wenn wir jetzt diese, wenn jetzt, jetzt kommt bestimmt sowas wie 95 oder so und steht mir so, Alter, ernsthaft. Oh. Aktivier den Teppich nochmal. Komm, komm, oh. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts? Ich glaube, rechts war das Haus. Nein, nein! Och Mann, wieso? Warum dreht sich dieser verhurte Mario nicht in der richtigen Reihenfolge? Nein, er muss einen halben Kreis gehen! Verdammter Scheißdreck nochmal! Alter, ey, was soll denn das? Die Steuerung ist so behindert gemacht, ey. Kein Wunder, dass das Coronavirus aus Asien kommt, ey. Wenn man so eine Scheiße produziert und so einen Hass in die Welt setzt, kein Wunder, dass man irgendwann von einer Krankheit dahingesiecht wird. Unglaublich, dieser scheiß fotzenfickender Bastard, ey. Ah, oh, da kriegst du Krampf, ey, in beiden Ärschen und der Rosette und Knoten im Samenstrang und was weiß ich, ey, Krebs ist noch zu nett für diese Sau. Boah, verdammter Bastard, der Typ, der das Level entwickelt hat, ey, dem gehören so hart in die Eier getreten, dass er beim Orgasmus nur noch Blut aus seinen Eiern schwitzt, ey. Boah. Alter. Ist noch da, Slaxi? Ja. Gut. Probiert zuerst die blauen Münzen. Ich glaube, wenn wir die verkacken, ist es eh vorbei. Ah. Hä? Hä?
Moment, Sekunde. Ich mache das jetzt mal aus Test. Ich will mal gucken, wo die Münzen sind. Ich bin da jetzt sehr hoch gesprungen. Das kann doch nicht sein. Ich glaube, die sind oben beim Bonbon. Beim rosafarbenen. Das bedeutet, ich muss da ganz hoch. Du musst da komplett hochpacken, ja. Wenn da oben noch 25 Münzen sind, wird's reichen. Wenn wir alle Münzen mitnehmen wollen. Weil eben in dem Lauf mit den 73 Münzen oder so hattest ihr hier diese Münzen nicht. Die hier auf der Plattform. Das sind ja auch nochmal 8 oder so. Doch, die hatte ich geholt. Hattest du? Ja. Da ist hier ein Ei geplatzt, weil ich fast runtergefallen bin. Achso. Alter, ey. Das geht mir aber auch gut. Jeder was zum Geier? Okay, gut gerettet. Ja, jetzt machst du den. Oh. Wieso? Warum? Das ist unglaublich. Oh, 40. Alter, wir sind einfach bei 40 Minuten, ey. Ich hab jetzt mal ganz kurz auf den Dings. Wenn das nichts wird, dann musst du das machen. Ich muss wieder schaffen. Ja. Es ist auch so eine Last. Es ist so unglaublich. Ein ganzer 40-Minuten-Part. Eine Kraft kriegt nichts gebacken, außer vielleicht kacken. Doch, 2 Sterne. Toll! Oh, 2 Sterne. Mmh, super, das ist ein Samentropfen auf der salzigen Wunde auf dem heißen Stein, ey. ich meine, man kann sagen, man hat schon nicht null Fortschritt, aber es ist ein lachhafter Fortschritt, ey. Zünde dich da wieder an, ich seh's ihn doch. Warum jetzt auf einmal? Och Mario, warum kann der nicht stehen bleiben? Warum muss der schlittern? Das war bei Mario World, war das genauso. Was haben die da mit ihrem Gleiten, ey? Stehen die irgendwie so auf gleitfreudige, vor Geilheit triefende Schwänze, die in den Arsch kommen oder was? Und deswegen müssen sie Marios Stiefel auch so gleit machen? Oh, wir lassen uns das einprogrammieren, das wenn alles voller Gleitmittel wäre, weil ich das so geil finde. Oh, weil mir gestern Abend jemand die Rosette gesprengt hat, ey. Die Eiswelten entwickelt haben, wurde dauernd rumrutscht. Ja, das sind die Leute mit gesprengten Rosetten, weil sie einfach einen Eselspenis in ihren Arsch geführt haben, ey. Weißt du, die ganze Zeit hat's geklappt. Du stehst da vorne, die Feuerdings muss mal und fertig. Aber nein. Jetzt klappt's, weißt du? Ey, da bist du doch. Bist du verrückt, ey. Da spiel ich lieber Dark Souls. Freiwillig. Ja. Besoffen. Danke. Ich glaube, Mario ist ein Dark Souls-Hack. Ach, Mann. Ja, 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 jetzt kannst du es machen, ja, du Fotzen-Typ, ey. Oh. Totgebombarscht. Aha, jetzt kann er's, ne? Dreckiger Bastard, ja, da gehörst du hin. Die Ecke in der Mülltonne. Also eben vom Schuh. Bei dir durchfetzt ist. Ja, das war. Ich hab gedacht, es war Bowser. das war ein Furz, den ich durch meine verkrampfte Rosette gepresst habe. Er brennt sich für immer im Sessel ein. Erstmal die Namensinitialen in die Unterhose reingebreddert. Jo. Reingepudert. Es muss doch machbar sein. Es kann doch nicht sein, dass ich da so verkacke, ey. Wirklich. Ich habe über 15 Leben vergeudet. Nur? Ich dachte, wir hätten schon. Warum? Warum klappt es jetzt auf einmal nicht? Ich habe nur Bank gehört. Och nee. Komm, es schickt.
Es schickt mir den Part heute. Ich schaff's einfach nicht. Ich speichere jetzt ab und schick dir das Ding. So schickst du mir die Kackleben rüber, ja. Oder wir machen den Part nochmal komplett bei dir neu. Dann müssen wir nichts hin und her schicken. Die zwei Sterne können wir uns auch sparen. Special Part bei dir. Ajo. Ah, jo. Alles klar. Leute, hier, macht's gut. Alle, die noch da sind. Danke für eure Geduld. Slaxi, Sascha raus. Tschüss. Over and out.